Lietuvos Respublikos Seimo socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkė Rimantė Šalaševičiūtė. Klaipėdos rajono savivaldybės merą Vaclovą Dačką. Vilija Lukauskienė. Und Frau Vilija Lukauskienė, Schulleiterin der Hauptschule Lappei. Kągi, mėlyjai, pasiruoškime, skaičiuokime visi kartu. Trys, du, vienas, kerpame. Kągi, gerbėjai, sveikiname ir dabar kviečiame dar mūsų garbius svečius. Ir todėl sveikinu visus svečius, kurie šiandieną čia yra. Ir džiaugiuosi, aišku, pirmiausiai direktoriai sveikinti, nes jos čia rūpestis, jos vargas, tiek svečių sukviesti šiandien ne bet kas gali. Todėl, kad tokį namą pastatė, aš manau, tie garbių svečių, kurie šiandien prisidėjo prie šio gražaus darnaus pastato, kuris mūsų vaikams bus reikalingas. Todėl toji palaima te pasilieka su tais jaunais žmonėmis, kurie čia gyvens, kurie naudosis, kad jie mylėtų tą darbininkų darbą, triusą, kurį įdėjo, kad jie galėtų džiaugtis šviesa ir gražia ateitimi. Ačiū visiems ir gražaus vakaro. Der bald wird hier ein neues, noch ein neues Gebäude errichtet, deswegen hat man nicht genehmigt hier begrüßen. Dann hier gleich am Eingang bitte litauisches Brot von Kindern überreichen. Ja, jūs mums dovanojate vienokią duoną, mes skalbame. Sie haben uns anderes Brot geschenkt und die wollen hier sich auch dann mit Brot bedanken bei Ihnen. Būtinai pasivaišykit po gabalėlį. So, hier bitte schön, kosten Sie mal litauisches Brot. Als Willkommensgruß. Labą dieną. Wir haben hier komplett Bodenheizung. Und dort ist ein Computer, kann man die Temperatur in jedem Raum dann einstellen. Das ist ja die hinter der Tür, was sie jetzt geöffnet hat.
Čia kambarėlis darbuotojams, kurie juos prižiūrės. Das ist ein Nebenraum für die Mitarbeiter, für die Betreuer, die hier dann mit Kindern zusammen bei der Betreuung sind. Reikia individualių pokalbių su vaikais. Weil die brauchen hier auch dann für individuelle Gespräche einen separaten Raum. Kartais reikia vaistus užrakinti už paužraktais. Manchmal muss man auch für etwas einschließen, wie Arznei, dann kann man hier dann separat alles so einlagern. Ir čia gyvens 8 vaikai. Hier werden 8 Kinder untergebracht. Jetzt werden wir uns die Zimmer anschauen, wo sie untergebracht werden. Kommen Sie vor, Familien eventuell, wo die ganze Zeit bei den Eltern bleiben. So, da sind hier die Wohnräume, wo Kinder untergebracht werden. Zu zweit werden hier Kinder jeweils untergebracht. Die Dusche, Toilette ist hier. Für Mädchen, Jungen gibt es getrennte Duschen- und Toilettenräume. Ja, wenn jemand, also wenn das Kind Hilfe braucht, ohnmächtig oder wie auch immer, Schwäche, dann kann er gleich Hilfe hier aus diesem Raum auch dann bekommen. Čia pagrindinė vieta yra skalbykla. Vaikai patys skalbsis, džiovyklė, o čia bus dar, čia bus lyginimo ir dar čia bus daugiau. Und in diesem Nebenraum kommt dann ein Bügelbrett und da können die Kinder betreuen. Vakare socialinė padėjėja. Und abends ist die Hilfskraft der Sozialpädagogin, die hier über Nacht bleibt bei den Kindern. Ir ta socialinė atėjusi padeda, jeigu vaikas pamokų neparuošė. Die helfen dabei. Bet turime vaikų našlaičių, kurių giminės nelaukia. Ir kol jis įsitvirtins, gal darbo. Ja, früher wohnten solche Kinder dann in einem Wohnen. Einen Film und schicken werden dann offizielle Ausschreibungen schon. Das ist immer so zu kommen.